Ja, und da gibt's halt dieses Review vom Cinema Snob, ne? Kennst du das? Gay Nee. Regular? Gay Regular ist das. Ja, das ist so ein schwuler Vampir. Also das ist so ein schwulen Porno aus den 80ern irgendwie. Gay Und Regular der heißt beißt den nur in den Penis oder was? er. Ja, und der hat auch Dickman gemacht und Thobbins. Dickman und Thobbins. Was ist Thobbit? Thobbin. Thobbin, Es ist was soll denn das heißen? wahrscheinlich auch irgendwas mit Schwanz oder so. Also auch so ein schwulen Porno. Also der Cinema Snob, der macht auch Sind so. das richtige Schwulen, also richtige schwulen Filme oder einfach nur Ich glaube, so es sind Hollywood-Filme, Softporno. die irgendwie einen schwulen Touch haben? Nee, das sind uralte Dinge aus den 80ern, das ist geil. Cinema Snob macht die größte Scheiße immer nur. Cinema Snob auf YouTube, müsst man manchmal unten verlinken. Weil ich bin der Dan und das war der. Und der Jules war immer noch in der Zauberkugel und jetzt ist er hier auf unserer Showbühne. Hallo Jules! Hey YouTube! Ja, wir spielen hier Die Leute, glaube ich, wissen, was das jetzt mittlerweile ist. Ja, das ist ein Sechseck. Drück mal auf das Und da ist Sechseck. ein Luftgeist. Ich will Kasim nicht so nahe kommen. Ich fliege erst dorthin, wenn ich auch wirklich einen Alter. Grund sehe. Tut mir leid, ich will Du bist zu heiß, mir ist einfach der nur. Finger ausgerutscht. Ja, du bist einfach zu Soll ich heiß. jetzt mal. Nahe der Wand spielt ein weiterer Luftgeist. Ja, Seine was ist Nähe denn? hat eine Rune zum Erscheinen Das ist gebracht. ein anderer. Alter, du musst ja mal über die ganzen Dinger da fliegen. Ich zeig dem einfach mal diese Zeichnung. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Falls irgendjemand weiß, was diese Zeichnung Was war zu das bedeuten nochmal? hat, bitte unten in die Comments. Was war das nochmal? Ich habe keine Ahnung. Das Auge Das war irgend so ein von Symbol. Ich habe nichts zu verschenken. Ach, noch nicht mal so eine hässliche Zeichnung von einem Strich. Und einen Kreis. Ja, na gut. Was machen wir denn jetzt hier? Also mit dem können wir nichts machen. Und wir können auch nicht hier runterfliegen, weil Es die ist zu Sachen. tief. Und ich brauche meine Beine noch. Ey, du hast doch. Die hat doch ein Luftelement da im Arsch. Ich habe überhaupt null Ahnung mehr, wo wir stehen geblieben sind. Nicht? Nee. Ich auch nicht. Aber dafür gibt es rote Beete. Und das Hausmädchen. Dann können wir noch was abchecken hier. Mal gucken. Ja, vielleicht spricht ihr mit uns mal. Hey! Ach so, Jetzt weckst du noch den Geist auf. das hatten wir ja schon. Warte mal, ich muss mal gucken. Hier unten konnten wir auch den Story-Modus anvisieren. Bring den Forscher zum Maske zu erforschen. Ah, okay. Er soll die Maske erforschen. Das heißt, wir müssen irgendwie. Ach, dieser Typ da, dieser Physiker. Ja. Dann gehen wir einfach mal hier runter. Das war wirklich scheiße. Was? Warte mal, lass uns mal runtergehen. Boah, hinter ihn auftauchen. Ja, das ist eigentlich nicht so schlimm. Ach, guck mal her. Was ist das? Das würdet ihr nicht verstehen, selbst wenn ich es euch erklären wollte. Ja gut, das Schöne ist jetzt, dass wir jetzt nicht. Wir können jetzt eigentlich hier alles mal versuchen Du zu machst wohl klauen. häufig sauber. Ja, und ich hasse es. Ich hasse diesen Besen. Ja, der ist aber auch voll der Agro-Besen. Aber wir könnten ihm vielleicht hier diese Zeichnung in die Hand drücken. Das wäre was, gell? Das ist ein Forscher, der sagt dann, ein Kreis im Strich. Ich darf mein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Dafür geht die extra neben den Stab. Ey, warte mal. Ja, bitte. Die Maske liegt hier, das andere liegt da. Was tust du da? Ich bin fort. Kannst du das Ding vielleicht verschieben auf die Maske? Das wollte ich jetzt gerade machen. Was tust du da? Aber. Drück mal Hotspot, ob da ein kleiner Knopf ist. Ne. Hier ist Dort die in Maske. der. Magischer Apparat, dann ist ja der Erzadept. Jetzt könnten wir das Stecke. Was muss ich? Mein Stecken und Stab trösten dich. Wir können ihn aber jetzt nicht mehr hier rüber locken. Da auf dem Tisch kommt mal auch was. Teetisch. Ja. Er ist heiß. Er ist heiß, ja. Wer ist heiß? Der Erzadept. Du. Welchen Schleifstein? Was willst du als mit der Zeichnung jetzt, mit dem Schleifstein? Das führt doch zu Für was nichts. haben wir die, ey? Das macht überhaupt keinen Sinn. Alter, das war doch für irgendwann mal gedacht, nicht für jetzt. Genauso wie der Rubin, den Ach man so. Jetzt schon seit 5 Jahren dabei hat. Ja, das ist irgendwie so ein unique Item. Okay. Ja. Okay, aber also ich habe jetzt irgendwie diese Idee gehabt, dass wir hier jetzt so. So rausschnuckeln irgendwie und von der anderen Seite den dann wieder weglocken, das hier umstellen und er rafft das nicht und guckt das so durch, weil er dumm ist. Aber ich glaube, das funktioniert jetzt nicht mehr, weil wir keinen Tee kochen können. Da ist doch der Teetisch. Vielleicht ist da am Teetisch noch was. Was? Da. Ist das dein Tee? Ja, er hält mich warm. Ich verbinde viele gute Dinge mit diesem Aroma. Aha. Kann man da was reinmixen? Ja, aber was? Alkohol. Er riecht grauenhaft. Das ist gerade. Aha! Okay, Jules. Lieber nicht. Aber wir können den Tee nicht direkt anvisieren, weißt du? Wir ich können weiß. Den Tisch polieren. Ja. Aber die Maske einfach mal in die Hand nehmen. Haltet Abstand.
Dieses Artefakt mag gefährlich sein. Mag es nicht. Magischer Apparillo? Boah, also da gehen mir jetzt echt die Ideen aus. Ich darf mein Ziel nicht aus der... Ein Verband. Sag mal, du klickst einfach nur wild rum. Ja, logisch. Jetzt sagst du, das muss man machen. Muss man machen. Muss man gucken, was abgeht. Wir können nicht hinter den laufen. Ja, ach. Was haben wir noch so? Wir waren noch nicht in... was haben wir da eigentlich bei der Erzalten? Hatten wir da irgendwas gemacht? Die Erzalte? Also die Eisalte? Das Blumenmädchen? Nee, die... Ach, das... Nee, da hat man... Der hat uns voll gelabert und dann hat man, glaube ich, nichts mehr gemacht. Nee. Ich gehe nochmal hier in die Bibliothek. Natürlich ein Hardcore, ne? Guck mal. Ja. Das kann man hier drüben machen. Kann ich was machen? Ich brauche einen Hotspot. Nee. Oh, was ist das? Hauptpalast, ja. Sie ist eiskalt. Oh ja. Ja und Jules, was hast du heute so gemacht? Ah, ich war arbeiten. Du warst arbeiten, okay. Ja, die Kinder wieder. Ich dachte, du bist schon längst... Ich dachte, die hätten dich mittlerweile endlich eingesperrt, aber... Das sind Runen. Ja. Was sind das für Runen? Nice. Ach, das. Das sind die Symbole der 6 Elemente. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das Symbol für Humus. Humus? Das ist Humor. Also, wenn mich nicht alles... Ja, okay. Was haben wir da? Das müsste das Symbol für Erd sein. Das müsste, weiß er nicht. Das musst du noch wissen, ey. Dieses Symbol steht für Wasser. Water. Das ist das Symbol für Eis. Das ist das Symbol für Luft. Ganz eindeutig. Wir brauchen bestimmt diese ganzen... Diese Rune steht für Feuer. So, okay. Jetzt. Gut, jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, was die Runen da zu bedeuten haben. Nur das Problem an der Geschichte ist jetzt, das wird uns wahrscheinlich total nichts bringen. Ein Scheiß. Guck mal, jetzt kann man die ganzen Runen anklicken. Warum ist es hier so kalt? Die Bibliothek von Draconia steht unter der Aufsicht der Eisfakultät. Ja. Schrift ist wie gefrorenes Eis. Sie hält einen Moment in der Zeit fest. In diesem Falle bis... Ich drück das Bücherregal an und die fragt ihn, warum es hier so heiß ist. Schön, euch wiederzusehen, Mädchen. Baby. Alles hat man ja auch schon. Garten des Vergessens. Bis später. Haltet mich auf dem Laufenden. Ja. Ich sag, du laufen würdest. Der lauft doch. Der lauft. Klar ist der gelauft, ey. Was machen wir nun? Bis jetzt ein Hassan oder was? Wir haben ins Ärztelabor. Ach nee, das ist ja der Kack. Nee, ich wollte jetzt zum Dings gehen. Komm ich hier überhaupt dahin? Nach draußen. Unten in diesen, wo der Admiral gesessen hat. Drachenhalle, was ist denn hier? Das sind dunkle Drachen. Ecke. Ach jo. Kannst du nicht doppelt kriegen, dass es schneller doch, geht? Doch, aber guck, wie geil das ist, wie groß das ist, ey. Was die Heizkosten hier ausmachen müssen. Ich glaube, die heizen, ist so überall kalt. Ist überall offen. Voll zugig. Zugig. Aber du hast ein Problem mit Ös und Üs und so, ne? Ich? Ja, und Äs. Wieso? Ich höre ein Flüstern, als ob etwas Böses darin wohnt. Ja, dann gehst du mal rein. So ein Java. Was ist das? In der Mitte der Finsternis steht ein Podest. Und darauf fühlt sich an wie eine Lampe. Ich nehme sie mit. Dann mach mal. Nein. Ich hatte also einfach mal eine Lampe mitgehen lassen. Ist das jetzt. Ja. Wow. Kam die Finsternis etwa aus der Lampe? Wo geht's da jetzt hin? Nirgends. Wir sind voll die Dragons. Sie hätten sich dem Heer gegen die Dämonen sofort angeschlossen. Ja, das sind auch Dragons. Observatorium. Dann geht's hier zur Ratshalle. Da gehen wir mal hin. Aber so, was hast du denn da jetzt? Finsternis einfach. Es ist ein Zauber, ist das. Ist das ein Zauber? Ja, logisch, den kann ich ja auch. Dann kannst du ja den Typ da... Nee, kannst du nicht. Was denn? Halt den Erzlabor-Typen, dass der nichts mehr sieht und dann die Maske hin. Aber das ist ja auch... Doch, das kann ich machen. Na klar. Ich weiß, ne? Weil ich sehe ja alles noch. Ja klar, aber das wird er auch checken. Ach, der rafft doch gar nichts, ey. Der ist dann total verwirrt, wir versuchen es einfach mal. Pass auf, das wird jetzt heiß. Das wird jetzt voll die heiße. Abracadabra, Finskibus. Bleibt mir mit diesen Spielzeugen vom Leib. Wenn ich wollte, könnte ich diese Dunkelheit ohne weiteres durchbrechen. Spinne, ey. Na gut, okay. Sheet. Wem könnten wir damit irgendwie was machen, dass wir... Das wäre ungesehen. Ach, das ist doch furchtbar. Das ist feststellig. Ich bin gerade so ein bisschen am Zweifeln,
Ob wir Untergrundsee. Den haben wir noch nicht. Doch, da waren wir. Ja, ich weiß, aber da haben wir noch nichts. Hotspot vielleicht mal. Ja, ich glaube, das hat sie auch schon gemacht. Buntglasfenster. Ach, das ist auch der ja, ne. Ist Ornament. Moment. Ja. Es ist nur ein Teil des Segels. Was fehlt denn noch? Ne, dieses Symbol kennen wir nicht. Das ist auf jeden Fall kein Elementarsymbol, aber wir nehmen das. Die Zeichnung passt genau. Jetzt. Und jetzt? Guck's mal. Nö. Es ist nur ein Teil des Segels. Alter. Etwas fehlt noch. Was. Ja, aber das Ding ist, was zum Teufel bauen wir hier, weißt du? Das kannst du überhaupt nicht, das ist überhaupt... Hallo! Ein Rattennest. Unten bei diesen zwei Typen am runden Tisch war da auch noch hier so ein... Da war doch so ein... Ja, da war doch auch irgendwas eingraviert, so ein Maskending oder Ornament. Das wär's ja jetzt noch, wenn du jetzt hier am Ende nochmal irgendwas mitgekriegt hast. Wo gehen wir hin? Der Drachenhalle? Von da aus können wir zur Ratshalle gehen. Yeah. Ratshallen High Five. Also halt nicht. So, hier genau, das sind hier verschiedene, genau, das sind die Elemente. Und rechts da an der Sieben Runen Säule. Sind darauf eingraviert. Das sieht doch genauso aus. Ja. Oh, da muss ich echt mal hier... Da brauchen wir so einen Flügel. Ja. Es ist merkwürdig warm, genau wie alles hier unten. Aha. Ist da nicht auch Dunkelheit jetzt, Finsternis, wie das heißt? Ja. Das wird niemals gehen. Links neben dir? Guck, da ist ja voll dunkel. Ja. Du kannst sie doch verfinstern, die Laternen. Warum? Ich versuch's aber schon. Sie macht's aber. Es scheint, als reiche dem Feuer seine eigene Laterne. Geh mal links da, der da. Ja. Der so ein bisschen crazy aussieht. Ja. Crazy shit going on. Das ist voll die crazy Laterne. Es scheint, als reiche dem Feuer seine eigene Laterne. So. Alles klar. Ja, ja. Ich denk auch. Sieben Runen sind darauf eingraviert. Ja. Ja. Aber, wow. Siegel. Dann haben wir die Lampshares, ein Gewölbe. Das mag die ja nicht. Waren wir schon im Gewölbe? Ja, das mag die ja nicht. Achso, die kommt da drüben wieder raus. Ja, das ist voll die Bitch. Die geht ja, ich kann nichts machen, die geht einfach. Die ist voll gemein. Es gibt nichts weiter in diesem Gewölbe. Ja, das glaube ich dir. So. Den Flusslauf voll? Achso, da kann man doch... Ja, das kommen wir hier wieder raus. Guck. Ei. Da kommen wir raus. Der Hotspot, Mann, das hier noch so ein Gegenstand ist, weißt du. Der Flusslauf, ey. Ja, was machen wir? Aber ich könnte... Das ist wirklich zum Mäusemelken. Ja, es ist schon ein bisschen knifflig. Aber das Problem ist, da muss ich wirklich sagen, also ich finde es, also als... Es ist nicht logisch, also sehr häufig nicht logisch. Das ist einfach nur so ausprobieren, ne? Ja. Das Einzige, was sie zu interessieren scheint... Vielleicht den Prinzen verfinstern, dass der dann rumschreit und runterfällt und stirbt. Das wäre gut, gell? Ja. Das wäre voll das Ding jetzt. Wenn ich dem Raum das Licht raube, verhelfe ich Kasim am Ende noch zur Flucht. Nein, das werde ich nicht tun. Aber raube ihm das Licht. Meinst du? Mach mal. Ich könnte mal das Licht auspusten. Wenn ich dem Raum das Licht... Oh, Frau, ey. Okay. Also, also der Luftgeist ist ja da, aber hier müssen wir jetzt noch hier... mehr Geister oder was? Aber was ein Aufwand, ne? Wir bräuchten noch so... Also zieh doch deinen Geist aus dem Arsch und wirf ihn da runter. Das ist doch auch ein Luftgeist, das bringt doch nichts. Wir haben doch schon einmal Luft. Weil das Problem ist, wir bräuchten auf jeden Fall so einen Flügel. Wo kriegen wir so einen Flügel her? Gibt es hier irgendwelche Tauben, die wir töten können, den Flügel brechen? Taubenschlag. Nach draußen. Nach unten in die Halle. Was soll ich denn hier mit machen, ey? Ich meine, die ist natürlich die sau wertvoll, die Lampe eigentlich, gegen normale Menschen. Aber so bringt das jetzt hier gar nichts. Boah, das ist harte Nuss, gell? Boah, genau wie meine, ey. Das war wirklich scheiße. So, dann gehen wir mal ins Erzlabor. Aber hier ist hundertprozentig was. Hier muss ich irgendwas machen. Rechts die Teile sind ein rundes Stück Fels. Ja. Guck doch mal da. Guck doch mal und mach mal. Es ist Tafeln und so. Sie ist zerbrochen. Kaputte Tafeln und Erze und so. Da rastet er wieder vollkommen aus. Was sind das für Steine? Das sind keine Steine. Spart euch eure Arroganz. Das sind Erze. Und diese Erze sind meine. Du hast deine Erze bereits gegessen. Was? Deine Erbsen? Erze. Erbsen? Ja, also mit dem Finsternis Lampen, da lacht er sich kaputt. Sollten wir vielleicht cheaten? Ja, ich würde sagen, wir cheaten mal. Weil die Folge ist dann eh jetzt schon so vorbei eigentlich.
Ja, also wir müssen da auf jeden Fall mal nachgucken, weil das ist einfach so hart. Da muss man echt mal unseren Hut ziehen. Er ist heiß. Vor dem Entwickler. Ja, dass die online. Raub ihm die Finsternis. Ein Steingesicht. Was ist denn da? Keine Antwort. Finsternis, dann was? Der Weg der Willkür ist nicht. Was Willkür, mein Arsch. Wir könnten das bestimmt mit einem Stab aktivieren. Ja, voll in die Fresse schlagen. Das können wir mit einem Schleifstein machen. Also, wir haben halt keine Gegenstände, die wir irgendwie kombinieren können. Das ist immer so eine Sache. Ah ja, dann lass doch einfach jetzt mal gucken. Ich würde sagen, wir sagen ganz einfach. Und werden dann einfach mal nachschlagen. Also ich komme nicht auf die Lösung und das frustriert mich gerade ein bisschen. Warum hast du eigentlich die Dose aufgemacht und nichts daraus getrunken? Yeah. Keine Ahnung, ich trinke gleich mal drauf. Macht's gut, Leute. Tschö. Ab in die Scherbekugel.